Moin Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute in meinem Lieblingsangelladen, Angelmeister in Strausberg. Wieder nicht allein unterwegs, ihr kennt ihn. Wunderschön. Ja. Mit dem Ronny heute. Heute soll es auf Schleie gehen. Wo wir genau sind, seht ihr gleich. Erstmal müssen wir ein bisschen einkaufen. Ich habe mir das letzte Mal an der Saale doch eine ganze Menge abgerissen. Und dann geht ihr einfach in euren Angelladen des Vertrauens. Ja, Leute, und wenn ihr eurem Angelladen vertraut, dann braucht ihr natürlich auch den richtigen Geschäftsführer, der euch auch immer Tipps gibt zum richtigen Gewässer, zu den Ködern. Genau, ja, und versucht's. Ja, versucht's, und ein Spaß muss natürlich auch immer sein. Ne? Also, vertraut eurem Angelladen und geht dahin, wo ihr es braucht. Und wenn ihr aus der Gegend kommt, wir sagen Angelmeister in Strausberg, das ist die Adresse. So, Leute, am See angekommen. Ja, der Ronny ist schon fleißig am Aufbauen. Das Materiallager liegt auch schon da. Wir haben alles runtergeschleppt. Ich zeige euch mal den See. Ja, ein wunderschöner kleiner See. Wir werden auf jeden Fall mit zwei Grundrouten, einer Posenroute und Spinnrouten habe ich auch noch bei. Das müssen wir spontan entscheiden. Werden wir angreifen und wie wir es machen, seht ihr gleich nach dem Intro. So, Leute, erster Fisch. Ja, ich habe die Rute gerade reingehauen, dann ist sie schon abgegangen. Guckt euch an. Eine kleine Brasse. Ja, die geht auch wieder rein. Hat 29. Die darf weiter schwimmen. Aber so kann es weitergehen. Aber der ist schon wieder drin jetzt, ja? Ja, ja. Darf er wieder eine Welt. So, Leute, was soll ich sagen? Wir hatten hier Besuch von zwei Damen, die waren sehr interessiert am Angelsport, haben viele Fragen gestellt. Deswegen habe ich die Kamera nicht gleich laufen lassen. Ihr wisst ja selber, ne? Fremde Leute filmen, das ist so ein Ding für sich. Aber ihr habt es gesehen, der erste Brassen ist ran, 29 cm, ein schöner kleiner. Ronny hat noch gar nichts im Wasser. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier die zwei Ruten mit Bissanzeiger im Wasser. Ich werde nachher eine auf Matted Feeder umbauen. Habe jetzt auf der linken Route ganz normal Madenbündel und auf der rechten Route Dendrobena. Ja. Beide auf Grund, ganz klassisch mit dem Futterkorb. Ronny wird jetzt sich noch eine Posenmontage nehmen und dann gucken wir mal, was der Tag oder der Abend heute noch so bringt. Ne? Wir haben noch zwei Spinnruten bei, eine stationäre und eine Baitcast. Also eine Multi und eine stationäre, so rum. Und dann gucken wir mal, ne? Also wenn hier nichts mehr geht, dann steigen wir um und jagen den Raubfisch. Ich lasse jetzt die Kamera laufen, in der Hoffnung, dass eine Rute anfängt zu piepen. Also bis gleich. Erklären. Also man kann sich natürlich auch alles selbst bauen. Einfacher ist es, wenn man sich so, ich sag mal, so ein kleines Set kauft. Ne? Sind da meistens mehrere von diesen Matted-Körben bei, die halt jeweils ein anderes Gewicht haben.
Und also ein Presshelfer, ne? Wo man dann im Endeffekt die Montage mit vernünftig pressen kann. Ich selber nutze das Ding nicht. Ich mache das mit der Hand, weil es geht mit der Hand genauso gut. Und meiner Erfahrung nach habe ich mit der Hand auch nicht so viele Probleme mit dem Haken. Weil bei einigen Körben hat man halt das Problem, dass die Haken, die Haken sind halt in den Körben. Ich zeige euch das gleich bei kleinen anderen. Ich muss nur hier irgendwie das Ding durchfehlen. Genau. Die Haken sind halt in einigen Körben. Mal gucken, wo einer so ist. Genau, das ist so einer. Ja, ne, wenn man die Körbe in der Mitte sieht, die haben so ganz enge Maschen. Und da sind mir schon Haken bzw. die Poppys halt drin hängen geblieben. Und dann hast du nicht mehr das, den Effekt, den du eigentlich haben willst. Also der Effekt ist ja, Futter löst sich auf und dementsprechend der Poppy oder der sinkende Boilie oder was auch immer, ja, löst sich aus dem Futter und liegt im Endeffekt daneben. Ist ja eine Selbsthakenmontage. Ne? Wenn der Haken drin hängt, kann sich auch nichts haken, weil nichts ganz fressen, dürfte klar sein. Deswegen mache ich es lieber mit der Hand. Da weiß ich, es fliegt auf jeden Fall raus. So. Zur Montage. Ziemlich einfach. Als allererstes wird dieser Stoppergummi, der hinten auf dem Korb ist, montiert. Jetzt wollen wir einen Korb suchen. Da ist er. Der Korb an sich. Die haben in der Mitte so eine Röhre. Da kommt dann die Schnur durch. Ja, manchmal eine Röhre, bei dem ist es ja, so ein halb offenes Röhrchen. Also die Schnur kann sich ein bisschen drauf bewegen. Und dann kommt es drauf an, manchmal habt ihr vorne aus Metallösen. Hier ist es so ein kleines Plastik-Moped, wo im Endeffekt die Schnur eingeklippt wird. Und davor kommt dann noch ein Snap ran, wo die Montage im Endeffekt eingehangen wird. Ne? Also ich werde als allererstes alles auffädeln. Jetzt kommt der Snap ran. Ne, da auch nicht zu groß, nicht zu klein wählen. So ein schönes Mittelmaß. Wie gesagt, denkt dran. Je nachdem, auf was für Fische ihr aussieht. Ne? Wenn Karpfen, dann muss dementsprechend das Ticket auch passen. Dann mal den Snap anbinden. So, und vergewissert euch, dass die Knoten richtig sitzen. Ne? Also ich sehe gerade bei mir, eine Bindung hat nicht richtig gezogen. Deswegen lieber abmachen, neuen Knoten binden, dass er wirklich perfekt sitzt. Damit ihr auch die volle Tragkraft habt und nicht Gefahr läuft, dass euch die Montage abreißt. So, grüne Poppys. Kommt zum Vorschein. Ja. Und die werden wir jetzt da drin machen. Dazu einfach, na klar, durchstechen, Haar durchziehen, hinten ein kleines Stöckchen oder es gibt speziell so eine Plastikhaken dafür, damit das Haar nicht durchflutscht. Ranmachen. Mal gucken, ob ich jetzt ein Stöckchen nehme oder ob ich so ein Plastik-Ding nehme. Am Ende des Tages ist es völlig Banane. Wichtig ist, dass der drauf bleibt. Bis jetzt lief nichts mehr. Der Ronny, da hinten steht er, der versucht es jetzt, der will ein bisschen umbauen. Was hast du gesagt? Mais und Made. Und zwei Mädchen oder so. Ja. Wie gesagt, ich habe rechte Route,
ein grün Poppy Knoblauch auf Mettet. Und links Maden und Dendrobena ganz normal mit Futterkorb. So dass ich hier alles anbieten kann. Ne? Wenn Ronny jetzt noch auf Pose mit Mais startet, dann haben wir wirklich alles im Wasser. Und dann gucken wir mal. Irgendwas wird ja wohl noch beißen. Also, sind wir gespannt, wa? So Leute, bei Ronny der erste Fisch. Hey! Nee, das ist eine Plötze. Das ist eine Rotfeder. Gucke sie mal an. Hat sie tief gehackt? Nee. Ja, na gut. Naja, befreit sie mal. Trotzdem. Eine Zange braucht er, dann soll er eine Zange kriegen. Aber Ronny, der hat alles gegeben. Ja. Endlich. Und das Maiskorn hat es gebracht. Versorgt den Fisch. Dann legen wir sie mal kurz aufs Measureboard und gucken mal, wie groß die ist. Also ich schätze, was schätzt du? Ich sag, die hat 22. 15. Gucken wir mal. Naja, was ja nicht so verkehrt. Ah, 20 hat sie. Ja. Schön. Petri, Ronny. Petri. No. So, also, bei Ronny läuft es jetzt. Der schmeißt jetzt gleich nochmal aus und dann ködern wir nochmal an. Und dann hoffen wir, dass jetzt zu den Abendstunden langsam die Routen abgehen. So Leute, gerade ist die linke Rute abgegangen. Gucken wir mal, ob was dran ist. Auf jeden Fall viel Kraut ist dran. Viel, viel Kraut. Aber schön ab, ja. So, den brauchen wir ja nicht. Ich gehe wieder ins Wasser. So Leute, also, oh, wäre mir fast aus der Hand gerutscht. Ja? Guckt euch einen schönen kleinen Brassen an. Ah, ich messe noch kurz, was wird er haben, 20 und dann geht er zurück ins Wasser. So, der Ronny hat auf der Pose ausgeglichen, hat uns ein Köfi beschert. Ne? Schön. Guckt mal, eine schöne Köfi. Eine schöne Plätze. Ja. Ja, die wird jetzt noch weit hier recht natürlich abgestochen und dann ist sie für heute Abend bereit, um dem Aal zu schmecken oder vielleicht dem Hecht. Gucken wir mal. Also, Ronny hat, glaube ich, jetzt den Platz gefunden. Den wird er weiter jetzt mit seiner Posenmontage beangeln und so ein paar Köfis hält dann vielleicht. Und dann schauen wir mal, was dann heute Abend in den Namen storniert. Der ist der perfekteste Köfi. So, der Ronny zieht mich jetzt ab, aber an der Größe muss er arbeiten. Ja, die nächste Plätze. Er stippt halt jetzt die Köfis. Ne? Er hat gewechselt, Haken. Er war vorher auf dem, ich glaube, einem 8er oder ein 4er sogar. Also ziemlich groß. Hat jetzt auf dem 10er Haken gewechselt und mal, hier Maden. Das geht halt, ne? Da stippt er jetzt die kleinen Plötzen. Das soll er mal machen. Kann ja nicht schaden für die Nacht. Und dann gucken wir mal, wie viel er noch rauszieht. So Leute, ihr seht's, die Dämmerung setzt ein. Ich habe jetzt den einen abgestochen. Im Endeffekt fokussiert er, ja, ein Zandervorfach reingehangen. Ja, geht für euch genauso gut. Müsst halt ein bisschen aufpassen, welche Stärke ihr habt. Ne? Legt den jetzt mit dem Tiroler Hölzchen raus und dann hoffen wir mal, dass der Bissanzeiger anfängt zu piepen. Oh nee, der ist größer. Oh, Petri. Das ist der letzte. Leute, ihr seht's, es ist finster wie im Bärenpopo. es ging nichts mehr. Wir haben zwei Köderfischrouten draußen, eine auf Aal. Man sieht sie auch gar nicht. Wie gesagt, hängen auf Bissanzeiger und auf Knicklichtpose. Der Ronny ist heute auf jeden Fall der Gewinner.
Der hat aber nur nach Fisch und nicht nach Größe. Ne? Okay, nach Fisch. Also er hat Köfis gestippt bis nach Meppen. Ja. Hat ohne Ende Plätzen rausgeholt. Richtig kleine. Also perfekte Köderfische eigentlich. Ja, die Größe war es jetzt nicht, aber die Masse macht es halt am Ende. Ne? Wir werden jetzt noch ein bisschen ausharren, aber auch nicht mehr zu lange, weil das Wetter wird jetzt auch kalt zum Abend hin. Wenn noch was passiert, zeigen wir es euch. Ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. Seid gespannt, was das nächste Mal kommt. Ich habe da ein bisschen was vor. Und schreibt in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, euer Rob.